Immobilieninvestoren fragen mich immer wieder, ob es Sinn macht, wenn sie eine Immobilie erwerben, dass man dann den Kaufpreis für Gebäude und für Grund und Boden und vielleicht eben auch noch für andere Bestandteile, wie zum Beispiel Photovoltaikanlagen, irgendwelche speziellen Einrichtungen oder auch Außenanlagen, also ob es Sinn macht, diese einzelnen Bestandteile im Kaufvertrag der Immobilie bereits aufzuteilen. Hintergrund der Frage ist natürlich die Situation, dass ich auch für steuerliche Zwecke die Immobilie aufteilen muss in Grund und Boden und Gebäude. Und dass ich natürlich nur auf den Gebäudeanteil die Absetzung für Abnutzung bekomme. Das heißt, dass ich den Gebäudeanteil anteilig über eine typisierte Nutzungsdauer jährlich ratierlich abschreiben kann bzw. steuerlich absetzen kann. So, und für den Grund- und Bodenanteil gilt das natürlich nicht, weil der keiner Abnutzung unterliegt. Jetzt kennen die meisten natürlich die vom Bundesfinanzministerium vorgegebene Kaufpreisaufteilungshilfe. Das ist ein Excel-Tool. Das Excel-Tool arbeitet damit, dass es zum einen die aktuellen Bodenrichtwerte heranzieht und zum anderen typisierte Gebäudeherstellungskosten und daraus ein Verhältnis ermittelt. Ja, und das führt natürlich in ganz vielen Fällen dazu, insbesondere dort, wo jetzt schon gestiegene Bodenpreise realisiert worden sind, dass diese Aufteilung vom Bundesfinanzministerium sich verschiebt in Richtung, dass immer mehr Anteil auf Grund und Boden entfällt von dem Kaufpreis der Immobilie und immer weniger Anteil auf das Gebäude. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das, was das Bundesfinanzministerium hier benutzt, das ist das Sachwertverfahren letztlich und das auch anhand wirklich vorgegebener, typisierter Kosten. So, und es gibt ja aber noch andere Methoden, um Immobilien zu bewerten, zum Beispiel das Ertragswertverfahren, insbesondere bei vermieteten Immobilien oder auch das Vergleichswertverfahren. Ja, und wenn ich natürlich diese anderen Verfahren benutze, komme ich unter Umständen zu ganz anderen Verteilungen des Kaufpreises von Grund und Boden und Gebäude. Kann ich jetzt einfach hergehen und im Kaufvertrag also ein Verhältnis festlegen, zum Beispiel, dass ich sage, Grund und Boden ist 20% vom Kaufpreis wert und das Gebäude an sich, auf das entfallen 80% des Kaufpreises. Ja, grundsätzlich kann ich das schon machen, aber die Frage ist, wie gesagt, ob das steuerlich anerkannt wird. Und da gibt es schon einige Urteile dazu. Und ja, es hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, dass es durchaus Sinn macht, im Kaufvertrag eine Aufteilung vorzunehmen. Wenn aber diese Aufteilung natürlich völlig an der Realität vorbeigeht und nur darauf abzielt, eben ein höheres AFA-Volumen für das Gebäude zu realisieren und letztlich aber nichts mit der Realität zu tun hat oder auch nicht durch Gutachten belegt werden kann, dann wird es natürlich auch vom Bundesfinanzministerium verworfen. Es gibt aber zuletzt gerade zum Beispiel ein Urteil des FG Hamburg, was in einem ähnlich gelagerten Streitfall dann gesagt hat, naja, zumindest hole ich mir mal jetzt Sachverständigengutachten bei, prüfe tatsächlich, ob die vorgenommene Kaufpreisaufteilung richtig sein kann. Und es war dann auch tatsächlich so, dass durch diese Sachverständigengutachten belegt werden konnte, dass die Aufteilung gerechtfertigt ist und das Gericht ist dann dieser Aufteilung auch gefolgt und die Finanzverwaltung musste akzeptieren, dass eben ein relativ hoher Gebäudeanteil abgeschrieben werden kann, entgegen eben dem Ergebnis, was aus dem BMF-Tool, aus dieser Excel-Berechnungsgrundlage, was da eben rausgekommen ist. So, das heißt, wir müssen auf jeden Fall prüfen, ob die getroffenen Vereinbarungen in diesem Kaufvertrag die realen Werteverhältnisse in grundsätzlicher Weise verfehlen, weil dazu gibt es natürlich auch ein BFH-Urteil, was dann eben sagt, wenn das grundsätzlich verfehlt wird, dann wird das auf jeden Fall verworfen. Aber es ist nicht verwerflich, wenn der Immobilieninvestor hergeht und sagt, nee, es ist in Ordnung, dass ich zugunsten des Gebäudewertes ein bisschen diese Werte eben verschiebe. Das heißt, was ist zu tun? Es ist also empfehlenswert, insbesondere bei etwas größeren Kaufpreisvolumina herzugehen und in einen Gutachter zu investieren. Und dieser Gutachter sollte tatsächlich dann auch belegen können, dass eine abweichende Verteilung,
dieser Kostenaufteilung, also weg vom Sachwertverfahren, durchaus gerechtfertigt ist. Wann kann das sein? Das kann zum Beispiel sein, wenn das Gebäude in einer besonders guten Wohngegend liegt, wenn bestimmte Ausstattungsmerkmale vorliegen, die eben drüber hinausgehen, was so Standard ist, die etwas Besonderes haben. Oder auch zum Beispiel kann es auch sein, dass die Mietverträge besonders vermieterfreundlich ausgestaltet sind. Das ist auch ein Wert, der quasi, weil man ja in die Mietverträge einsteigt als Investor, den man auch mitkauft letztlich. Und all diese Dinge können eben durch Gutachten belegt werden und sollten dann auch eben der Realität entsprechen. Und dann empfiehlt sich auf jeden Fall, eine Kaufpreisaufteilung schon im Kaufvertrag vorzunehmen.